Okay, was die Menschen zurzeit brauchen, habe ich neulich bei ProSieben gehört, das sind positive Geschichten mit humanistischer Botschaft. Was sie allerdings zurzeit wollen, das spielt in einem ganz anderen Stadion. Und zwar in einem, in dem Friedrich Nietzsche Dauerkartenabonnent ist. Get it? Oh. Der Schacht von Galder Gastello Urrutia. Gastello Urrutia, keine Ahnung, Rabimme, Rabanne, Rabong, Bonbon, irgendwie sowas. Auf jeden Fall hätte jemand mit mir gewettet, dass ein solcher Film, ein spanisches Gefängnis-Psycho-Kammerspiel, auf den ersten Platz der Netflix-Charts aufsteigt. Ich hätte die Wette sofort angenommen, hätte eingeschlagen und wäre dann los, um mir von dem vermeintlichen Wettgewinn erstmal so richtig fett Wein und Weiber zu kaufen. Aber so kann es kommen, die Wette hätte ich verloren und nachdem ich mir den Film jetzt angeguckt habe und mich damit beschäftigt habe, wird mir dieser Umstand auch etwas klarer. Insbesondere, wenn man den Film im Lichte des jüngsten Oscar-Gewinners Parasite und der gerade grassierenden Covid-19-Pandemie sieht. Bleiben Sie dran, die Antwort wird Sie erschüttern. Oder auch nicht. Und wie immer, ich werde versuchen, weitestgehend auf Spoiler zu verzichten, aber ich muss euch fairerweise noch einen Disclaimer mit reinhauen. Und für alle, die jetzt sagen, boah, mehr Informationen, komm, brauchen wir nicht, scheiß drauf, mach weiter jetzt, für die haben wir einen Timestamp in die Beschreibung reingehauen. Da könnt ihr jetzt draufklicken und dann springt ihr direkt zum Video. Ist das nicht Wahnsinn, die Technologie von heute? Und für alle anderen, hier der Disclaimer. Ja, was ist denn jetzt? Soll ich mir den Disclaimer aus Teig formen? Oder? Wir respektieren den landesweiten Drehstopp aufgrund der Corona-Pandemie und können deswegen zurzeit leider keine Hochglanz-Disclaimer und kein Production-Value produzieren wie sonst üblich. Bitte nehmen Sie Ihre folgenden Hinweise zur Kenntnis. Eine Review ist wie ein guter Opel Manta. Läuft nicht ohne Spoiler. Hey und willkommen zum Videobeginn. Habt ihr auf den Timestamp draufgeklickt und seid dann hier direkt... Sehr gut! Richtig, das ist ja toll. Da kannst du richtig zeitsparend, dieses Tool. Finde ich klasse. Dystopische Zukunft. Ein Knast mit ungewiss vielen Stockwerken und jeweils zwei Insassen, die ihr Stockwerk jeden Monat wechseln. In jedem Stockwerk befinden sich ein Loch im Boden und dementsprechend auch eins an der Decke. Außerdem darf jeder Insasse einen Gegenstand nach Wahl mit reinnehmen. Was jetzt klingt wie der Pitch für eine härtere Version Dschungelcamp, ist eigentlich der Inhalt des Films. Jeden Tag wird von oben eine Plattform mit Nobelbuffet herabgelassen und bleibt dann auf jeder Ebene kurz stehen, damit sich die Insassen dort nach Herzenslust den Rachen vollstopfen können, den Bauch vollstopfen können, scheiß drauf, alle Körperöffnungen werden da vollgestopft. Und zwar von den Resten, die die Stockwerke über ihnen bis dato übrig gelassen haben. Ich fange einfach gleich mal mit der größten Stärke des Films an, würde ich sagen. Ne, das ist der Anfang bzw. der erste Akt. Grundsätzlich, wie man es von einer anständigen Exposition erwartet, werden hier die Hauptfigur vorgestellt, wir erfahren etwas über die Welt und sowohl das Genre als auch die grundlegende Stimmung der Geschichte werden hier etabliert. Das ist Drei-Akt-Struktur nach Lehrbuch, da haben die nix, da haben die keinen Driss gemacht, das ist in Ordnung, da gibt's nichts zu meckern. Aber was der Schacht bzw. El Hoyo bereits hier herausstechen lässt, meiner Meinung nach, ist sein Konfliktpotenzial, welches bereits zu Anfang erkennbar ist. Der von der Anfangsszene vermittelte Eindruck, man befände sich in der privilegierten Umgebung einer Sterneküche, wird zugleich von einem schaurig nihilistischen Voice-Over zunichte gemacht. Ei. Das weckt Interesse. Ja, wo befinden wir uns denn jetzt nun? Und sobald wir dann im weiteren Verlauf mehr über die Prämisse erfahren haben, kann ich meinem Mitinsassen vertrauen? Was ist das für eine Person? Was macht er, wenn ich schlafe? Und selbst wenn er jetzt hier auf einer oberen Ebene ein guter Kerl ist, was passiert denn, wenn wir nächsten Monat weiter unten aufwachen, wo kein Essen mehr ankommt? Oh nice, mein Mitinsasse hat ein Messer mit reingenommen. Sowas würde ich gerne mal beim Dschungelcamp sehen. Aber bei Kannibalismus erreicht dann wahrscheinlich sogar RTL seine moralischen Grenzen. Oder? Der Protagonist Goreng, nicht Nasi, Goreng. Alter. Auf jeden Fall gespielt von Ivan Massagé. Ich glaube, der wird so ausgesprochen. Wenn nicht, schreibt es mir in die Kommentare, wie es richtig ausgesprochen wird. Müsst dann halt allerdings Lautschrift verwenden, ne, weil die Kommentarzeile ja bisher noch keine Sprachnachrichten zulässt. Wäre ja auch scheiße. Auf jeden Fall grundsätzlich anständig gezeichnet, solide gespielt. Gut, ich meine, in einem derartig plot-driven Film wie der Schacht, da untersteht die Charakterentwicklung nur mal dem Plot. Und in dem Sinne begleiten wir dann unseren Protagonisten fortan bei der Verwandlung von einem moralischen Bildungsbürger hin zu einem beinahe skrupellosen Freiheitskämpfer. Das ist Genre-Standard. Mediengeschulte Zuschauer dürften diese Entwicklung eigentlich schon vorausgeahnt haben, als Goreng das erste Mal mit seinen Mitinsassen gelabert hat. Gleiches gilt übrigens auch für die anderen Figuren und ihre Archetypen. Der Gestaltwandler, die Schwellenhüterin, die Mentorin, der Helfer, etc. Zwar wird dem einen Mitinsassen durch eine persönliche Phrase, die er immer wiederholt und die dann der Protagonist später adaptiert, ein kleines Zugeständnis bezüglich seiner Charakterindividualität gemacht. Obvio, obvio, palabra, obvio. Aber darüber hinaus weichen die Figuren eigentlich kaum von den Archetypen ab. Gut, ich persönlich bevorzuge zwar Character-Driven-Filme, aber auf der anderen Seite, alles hat irgendwie seine Eigenarten und Vorzüge. Dann muss der Film halt durch den Plot, Worldbuilding, eine interessante Prämisse oder außergewöhnlichen Ideen oder sowas überzeugen. Ist ja völlig in Ordnung, ist ja absolut legitim. Wenn der Fokus darauf liegt, ist es auch wichtig, irgendwo Prioritäten zu setzen. Insofern, Daumen hoch.
Außerdem weiß man ja bei den meisten Filmen sowieso schon im Vorhinein, worauf man sich einlässt. Von daher, oder könnte es dann vielleicht ein bisschen bescheuert sein, wenn man sich dann im Nachhinein darüber aufregt, obwohl man genau wusste, was einen erwartet hat? Nee, ach komm, schalt den Maul hier, schmeiß eine Flasche nach dir, du Arschloch! Okay, sorry. Das ist ja Oettinger. Dann nutze ich diese lehrbuchmäßige Überleitung doch einfach mal und stelle genau diese Frage nach dem Plot, beziehungsweise ob dieser überzeugen kann, wenn doch die Figuren schon nicht besonders herausstechen. Das Wichtigste vielleicht erstmal vorweg, der Film ist nur 94 Minuten lang. Um eine derart profunde Thematik also adäquat behandeln zu können, bedarf es vieler Informationen, die in möglichst kurzer Zeit vermittelt werden. Entsprechend treibt der Plot die Story in einem erstaunlichen Tempo voran. Das ist so eine Sache, der ich normalerweise eher kritisch gegenüberstehe, weil das einfach viel zu viele Fragen aufwirft, also in meinen Augen. Kann die Wandlung des Protagonisten denn in der kurzen Zeit überhaupt anständig vermittelt werden? Werden alle aufgeworfenen Fragen anständig behandelt und besprochen? Und vor allem, die Prämisse ist ja nicht gerade die simpelste und dennoch dauert die Exposition gerade mal so lange in diesem Spielfilm wie eine Folgetour in Half Man. Wie kann das sein? Absolut berechtigte Zweifel, ehrenwerter alter Mann aus einem Billstädter Mietkasernenviertel. Aber die können relativ schnell zerstreut werden, denke ich. Denn dem Regisseur gelingt es meiner Meinung nach sehr gut, die Informationen so zu selektieren und dosiert innerhalb der speziell dafür vorgesehenen Szenen abzuarbeiten, dass der Zuschauer stets das zum Verständnis wichtigste Wissen parat hat. Und zu diesem Zeitpunkt für den Plot irrelevante Fragen werden dann einfach auf einen späteren Zeitpunkt verschoben oder halt ignoriert. Gut. Das fuckt dann natürlich wieder mal die Proto-Nerd-Community ab, ist ja klar, ist ja vorauszusehen, ist aber ebenso notwendig. Also kein Grund, eure Kreisbehörden-Ärsche aus eurem ach so heißgeliebten Sessel aufzuhieven. Schön wieder hinsetzen. Los gut. Spätestens nach dem ersten Plotpunkt, wo Goreng von seinem Mithäftling ans Bett gefesselt wird, hatte mich der Streifen dann so richtig bei den Eiern. Denn der wird fortan sehr düster und absolut gnadenlos bei der Zeichnung der Figuren und der Darstellung perverser Gedankenexperimente, arbeitet dabei aber gleichzeitig mit einer hohen psychologischen Präzision, sodass die Bestie Mensch niemals unglaubwürdig wird. Nichtsdestotrotz ist der Film ab dem zweiten Akt echt nichts mehr für zartbeseitete Pussys. Da kann man dann auch mal die kleine Stimme in seinem Hinterkopf ignorieren. Also natürlich nicht die, die mir sagt, dass jegliche Hoffnung verloren ist und meine Mitmenschen gesichtslose Schaufensterpuppen sind, aber die, die Zweifel hegt, ob es einem Mann Mitte 30 wirklich nicht gelingt, sich aus den Fesseln aus Bettlaken herauszuwinden, die ein alter Mann geknotet hat. Naja, ich erinnere mich noch daran, dass ich am Anfang der Aussage härtester Film auf Netflix relativ argwöhnisch gegenüberstand. Ach komm, ganz ehrlich, wie hart kann der schon... okay, sie sticht dem Typen ein Messer in die Kehle. Ja gut, ich meine klar, die Prämisse ruft bei jedem Zuschauer mit Genre-Erfahrung sofort das Wort Kannibalismus in den Kopf, aber die werden ja nicht wirklich zeigen, wie okay, er ist ein Hautlappen vom toten Opa. Cool! Der Gore-Splatter- und Ekelfaktor nimmt dann auch im Laufe des Films immer mehr zu. Das ist nicht das Heftigste, was ich jemals gesehen habe, aber dadurch, dass es eben ernste und nicht überspitzte Gewalt ist, geht das Ganze dann schon sehr in die Richtung brasilianischer Horrorfilme wie zum Beispiel Our Evil oder dem französischen Terrorkino à la High Tension oder Martyrs oder sowas. Und wer mit diesen Kunstwerken vertraut ist, weiß, dass es zunehmend anstrengender wird, sie zu schauen, je weiter der Film fortschreitet. Gut, ich bin mir sicher, das war auch irgendwo die Intention hinter der Bildsprache, ja, denn schließlich will der Film ja gerade sein Publikum abfacken und anwidern, nur um dem Zuschauer dann am Ende einen Spiegel vorhalten zu können und zu sagen, ey, hier, guck mal rein, merkst du was? Merkst du was? Und mich persönlich stellt es ja auch irgendwo zufrieden, denn was die unterhaltende Wirkung von Filmgewalt angeht, bin ich sehr stark bei meinem Bruder Tarantino. Ja, wir sind ja so. Und wenn irgendwo Eingeweide in einem Film durch die Gegend fliegen, dann komme ich angeflitzt wie der Roadrunner. Ich bin das Opfer der durch Gewalt verherrlichenden Medieneinfluss abgestumpften Gesellschaft. Aber ich gehe trotzdem nicht raus und baller ein paar Ausländer über den Haufen. Wahnsinn! Wie macht der das nur? Oh! Also klassische Musikstücke in Filmen erzählen meist eine bestimmte Epoche oder vermitteln entweder ehrlich einen intellektuellen Charakter, wie zum Beispiel bei Ziemlich beste Freunde, oder werden ironisch eingesetzt. Hier ist letzteres der Fall. Gerade bei den Zubereitungsszenen des Essens wird so das Gefühl von Bildungsbürgertum und High Society vermittelt. Das kontrastiert dann wiederum die Szenen aus der Haupthandlung innerhalb des Gefängnisses, die eher eine ranzige, proletarische Wirkung versprühen. Ja, und auch innerhalb der Musikstücke gibt es solche Kontraste. So werden beispielsweise die zarten Violinenklänge immer mal wieder durch metallische Schläge akzentuiert, die dem Ganzen entgegen der konkreten Ereignisse im Bild irgendwie einen sterilen, industriellen, ja leicht bedrohlich sinistren Unterton verleihen, würde ich sagen. Diese Kompositionsmethodik nennt man übrigens Mood-Technik. Aber wo wir eh gerade mal bei den Kompositionstechniken innerhalb der Filmmusik sind, auch die sogenannte Leitmotivtechnik wird angewandt. Zum Beispiel sind die Montagesequenzen mit einem markanten Track unterlegt, in dem der industrielle Charakter, der vorher nur akzentuiert aufgetreten ist, auf die Spitze getrieben wird.
Durch diesen Unterschied innerhalb der musikalischen Ebene des Films bekommt der Zuschauer dann irgendwie auch das Gefühl, dass sich was beim Protagonisten geändert haben muss. Tatsächlich wird das Thema kurz vor dem ersten Plotpunkt eingesetzt, als Goreng lernt, die Zustände zu akzeptieren und so den Status des Neulings abzulegen. In Kombination mit den rhythmischen Schnitten und den repetitiven Bildern der Montage wirkt das Ganze dann auch ein bisschen hypnotisch und einlullend, ohne jedoch seinen bedrohlichen Unterton zu verlieren. Gentlemen, ist das immersiv oder was? Kein Plan, wie es euch geht, aber mich erinnert der Film optisch so ein bisschen an Saw oder Das Experiment oder sowas. Was meiner Meinung nach auch total passt, weil eine ähnlich düstere und beklemmende Stimmung erzeugt werden soll. Nicht, dass es nochmal umfällt. Denn mit einer Farbdramaturgie und einer farblich durchdachten Bildkomposition erzeugt man Atmosphäre im Film. Das ist so, das weiß man. Das ist klar, aber die emotionale Basis, wenn man so will, auf der sich die Geschichte entfaltet, wird durch entsättigte Farben mit kränklichem Grünstich gebildet. Dieser wirkt auf den Zuschauer surreal und unangenehm, weil es negative Assoziationen in uns weckt. Fäulnis, Krankheit, Gift, Siechtum und so weiter. Gibt ja einen Grund, warum viele Horrorfilme dieser Farbdramaturgie folgen. Das ist so Klischee, dass es manchmal sogar grotesk überzeichnet wird. Erinnert ihr euch noch an das Serum aus Reanimator? Lecker, ja, das sieht gesund aus, oder? Stellt euch mal vor, so sieht das Heilmittel gegen den Coronavirus aus. Geil, würde ich sofort spritzen, ey. Kontrastierend dazu sind manche Szenen monochrom mit Rot als Komplementärfarbe zu Grün eingefärbt, was wiederum die Nachtszenen von den Tagszenen abheben soll und außerdem subtil Gefahr suggeriert. Da hat sich Castello Urrutia möglicherweise an Hitchcocks Vertigo orientiert. Denn genau wie bei Hitchcocks Meisterwerk des Kriminalfilms begünstigen die Komplementärkontraste innerhalb der Montagesequenzen den halluzinatorischen Effekt. Ach, und auch was die Kameraführung angeht, arbeitet der Film wieder mit Kontrasten, denn die Handkamera wird hin und wieder mal aufgebrochen und zwar dann, wenn die ganze Chose an Surrealität zunimmt. Besteht der Film zwar zum Großteil aus Aufnahmen einer Schulterkamera, also ein Stilmittel, um durch roughere, verwackelte Bilder im Vergleich zum samtweichen Hochglanzlook von Blockbuster-Produktionen einen eher dreckigen, dokumentarischen Flair zu erreichen, werden diese hin und wieder von gemäldehaften, symbolischen Kompositionen unterbrochen. Zum einen verstärkt dies den erhabenen Charakter, wenn Goreng beispielsweise ganz nach unten im legendenumwobenen untersten Stockwerk ankommt. Zum anderen sagt uns die narrative Kameraarbeit aber auch: Leute, hier hat sich was geändert, passt auf, das hier ist jetzt wichtig. Gut, kommen wir zum philosophischen Aspekt. Irgendwann muss der mal kommen. Interpretationen sind ja immer so ein bisschen wie deine zukünftige Ehefrau. Da gibt es keine richtige. Außer du bist eine Frau. Dann müsste das natürlich heißen, da gibt es keinen richtigen. Und dann würde auch der ganze Vergleich keinen Sinn machen. Wegen Grammatik. Naja, hier ist auf jeden Fall mal meine. Ich finde, so ab der Hälfte des Films wird die Grundidee eigentlich relativ deutlich spürbar. Und zwar, dass er versucht, uns eine moderne Konsumgesellschaft auf möglichst engstem Raum zu erzählen. Um dann ihre ganze Abgründigkeit, Verdorbenheit, Auswirkungen auf die Menschen und inhärente Perversion offenzulegen. Was die Philosophie dahinter angeht, klingeln natürlich sofort Vergleiche zu Herr der Fliegen, Snowpiercer, Animal Farm und am Ende des Tages sogar Dread in den Ohren. Meine Vermutung ist, dass die Verwaltung, eine gesichtslose Entität ohne Gewissen, die dort die Dinge steuert, es absichtlich so organisiert, dass die Insassen abwechselnd in einer hohen und einer tiefen Etage aufwachen. Zumindest wenn man die Etagenwechsel der Protagonisten in Betracht zieht, die im Laufe des Films tatsächlich auch vorkommen. Ich finde, das macht auch Sinn, um psychologische Konflikte zu erzeugen, denn gerade diejenigen, die sich unten buchstäblich gegenseitig auffressen mussten, um nicht zu verhungern, nehmen sich dann anschließend besonders viel, wenn sie in einem oberen Stockwerk aufwachen. Das finde ich relativ interessant, denn es spiegelt genau zwei Sichtweisen innerhalb unserer Gesellschaft wider. Erstens, Instant Gratification. Ich nutze meine hohe Position aus und lasse nun Menschen leiden als Ausgleich dafür, dass ich zuvor selbst gelitten habe. Denn diese Menschen würden ja dasselbe mit mir tun, stünden sie über mir. Wenn ich jetzt also Leute behandle wie ein Zirkus des 19. Jahrhunderts, seine Lilliputaner, dann ist das okay, denn ich tue das ja nur deshalb, weil die Arschlöcher da oben dasselbe mit mir tun. Zweitens, der Longshot. Ich akzeptiere die Scheiße, die von oben kommt, weil ich weiß, dass ich auf die Leute da eh keinen Einfluss habe, ändere aber gleichzeitig mein eigenes Verhalten dahingehend, dass ich nach unten ein Zeichen setze in der Hoffnung, dass die Menschen, wenn sie irgendwann in meiner Position sind, es mir gleich tun würden und so langfristig etwas zu ändern. Lo entiendo, pero somos responsables de aquellos que este mes no han tenido nuestra suerte. Sus raciones poseen las calorías suficientes para sobrevivir. Welcher Sichtweise wohl die meisten Hilfsamöben innerhalb unserer Gesellschaft folgen, das könnt ihr euch ja wahrscheinlich denken. Naja, gewürzt werden solche nihilistischen Erkenntnisse in der Schacht auf jeden Fall einerseits mit viel Blut und Ekel, andererseits aber auch mit so einer kleinen Prise schwarzen Humor. Mein Favorit war da ganz klar die Szene, in der Baharat versucht, mit der Hilfe der Insassen über ihm in den nächsten Stock zu klettern. Ich meine, dass die Leute da oben irgendwas ausgeheckt haben, das
und den Typen nicht einfach so auf ihr Stockwerk jockeln lassen, so ohne Wenn und Aber. Das war ja irgendwie, das Gefühl hat man ja von Anfang an. Aber dass sie halt buchstäblich auf den scheißen, da habe ich nicht gerechnet. Interessant finde ich übrigens auch die Botschaft bezüglich des Hamsterns. Lebensmittel zu horten oder beiseite zu schaffen ist nicht erlaubt im Schacht. In dem Fall würde nämlich wahrscheinlich schon im dritten Stock nichts mehr ankommen. Die Darstellung von Essen verkörpert in Filmen häufig die Dichotomie, also die Gegensätzlichkeit der Gesellschaftsklassen, okay? Und das ist auch hier ein wichtiges Stilmittel für den Regisseur, nämlich die optische Diskrepanz zwischen dem geschmackvollen Nobelbuffet im oberen und dem appetitvernichtenden Anti-Food-Porn in den unteren Stockwerken. Deshalb glaube ich auch, dass die Drehbuchautoren die Entscheidung hauptsächlich deshalb getroffen haben, weil die Prämisse und der Plot ansonsten nicht so funktioniert hätten, wie sie sich das vorgestellt haben. Denn wenn es nur um eine möglichst detailgetreue Abbildung von Gesellschaftsproblemen geht, dann wäre Hamstern ja zur Zeit und vor dem Hintergrund der aktuellen Situation genauso wenig wegzudenken wie, was weiß ich, häusliche Gewalt im viktorianischen London oder so. Aber es geht halt eben auch darum, eine funktionierende Geschichte zu erzählen und dafür muss man dann halt eben Prioritäten setzen. Während Castelo Urrutia in der ersten Stunde des Films die ganzen ethischen Gedankenspiele noch dramaturgisch hervorragend in den Plot einflechtet, verliert er sich in der zweiten Hälfte für meinen Geschmack etwas zu sehr in Symbolik und Moral, was dann dafür sorgt, dass der Unterhaltungsaspekt der Narrative etwas zu sehr in den Hintergrund gerückt wird. Zwar passiert das Ganze vor interessanten, mythisch-surrealen Bildern, viel Gore und mit einem auf der Zielgeraden noch für reichlich Splatter sorgenden Samurai-Schwert, das ändert jedoch nichts daran, dass sich der Film dann doch irgendwie so ein bisschen in die Länge zieht, wie der Arbeitsweg auf der A7. Außerdem, diese zwei Rückblenden, in denen Goreng sich für die Teilnahme an diesem Knastexperiment bewirbt, die wirken irgendwie störend, sind uninteressant und lenken meiner Meinung nach auch ein bisschen zu sehr von der Haupthandlung ab. Hätte ich persönlich nicht gebraucht, okay? Ich mag meine Kammerspiele wie Amazon ihre Mitarbeiter. Diszipliniert an einem Ort. So wie zum Beispiel Gottes Gemetzels oder The Party oder sowas. Und wenn dann die Rückblenden doch irgendwie sein müssen, weil der Regisseur sich da irgendwie was super Intelligentes bei gedacht hat, dann doch vielleicht wenigstens in einer Dreierstruktur, also einfach drei davon. Das wirkt einfach psychologisch runder auf den Zuschauer, denke ich. Spätestens im finalen Drittel weicht die gnadenlose Gesellschaftsabrechnung dann fast vollständig einer metaphorischen Moralpredigt, wenn Goreng sich mit seinem Begleiter auf den Essensfahrstuhl setzt und bis ganz nach unten fährt, um das Essen gleichmäßig zu verteilen. Mit der Heiland-Symbolik wird dabei nicht gegeizt. Das könnt ihr mir glauben. Sie wird einem so sehr den Rachen hinabgedrückt, dass ich sie beinahe an meiner Prostata gespürt hätte. An wen erinnert mich das wohl? Ich komme darauf. Ist das hier James Caviezel? Kann das sein? Ja. Oh, es sind 333 Stockwerke, also befinden sich 666 Menschen im Knast? I am complete. Subtilität bei einem Medienerzeugnis selektiert bewusst die Kernzielgruppe heraus, und zwar völlig organisch. Der Preis für diese Eleganz ist dann halt eben die Gefahr geringerer Zuschauerzahlen, aber der Schacht kommt mir jetzt auch nicht gerade wie ein Film vor, der Produzenten schlaflose Nächte bereitet, weil das Studio irgendwelche Mindesterwartungen an die Boxoffice-Einnahmen stellt. Disney. Was also will der Film sein? Schauen wir doch mal, was das Internet dazu sagt. Guck mal, hier wird häufig von einer Parabel gesprochen. Alles klar, let's go with that, why not? Also, was ist die Parabel? Eine Parabel ist eine kurze Erzählung, die man moralisch-ethische Fragen hinauszufinden, ihre Meinung zu überzeugen versucht. Allerdings wird der Leser dazu angehalten, die Lehre oder Absicht der Parabel selber zu erkennen. So eröffnet sich bei der Fülle von Metaphern oft verschiedene Interpretationsansätze. Na gut, obwohl beim Schreiben dieser Seite offensichtlich ein Praktikant am Werk war, kann man ja trotzdem irgendwie damit arbeiten. Aha, der Film will also eine Parabel sein. Beziehungsweise wird als solche erkannt. Dann frage ich mich, ist die Moral-Zwangsernährung in dem Fall wirklich notwendig? Ich weiß, Subtilität ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Aber wenn man sich jetzt dagegen entscheidet, bewusst, und dann merkt man, dass die Plumpheit im eigenen Film irgendwann so richtig stark in die Richtung von einer Anime-Zwischensequenz geht. Dr. Stylish, bitte geben Sie uns die Ehre. Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Dann sollten vielleicht zumindest so ein paar Glocken im Kopf laut Alarm bimmeln, einfach, oder nicht? Und dann sollte man sich vielleicht auch fragen, will ich jetzt auf Masse Leute erreichen oder vielleicht doch eher diejenigen, die wirklich etwas mit dem Stoff anfangen können? Qualität versus Quantität. Denn nur weil jeder mit diesem Brei aus Moral und Message zwangsernährt wurde, heißt es ja noch lange nicht, dass auch jeder die verschiedenen geschmacklichen Nuancen da drin wahrnehmen und auch wertschätzen kann. Nur die besten Möbel. Die besten Möbel rangeholt. Naja, warum der Film zurzeit so steil geht, das halte ich eigentlich für relativ offensichtlich. Starke Gegensätze liebt das Publikum einfach. Dieses Gut-Böse-Konzept von der Schacht erinnert stark an den Kultfilm Snowpiercer. Der ist gerade auch auf Netflix, könnt ihr euch mal anschauen. Ist
Auf jeden Fall empfehlenswert. Und spätestens nachdem dessen Regisseur Bong Joon-ho kürzlich erneut mit Parasite eine scharfe Arm-Reich-Persiflage herausbrachte und damit dann den Sensations-Oscar holte, sind Gesellschaftsparabeln sowieso ins Augenmerk des Mainstream-Publikums gerückt und absolut innerhalb unserer Gesellschaft angekommen. Dazu kommt natürlich auch die Zeitaktualität. Zentrale Themen wie Solidarität, Kapitalismus und Überlebenskampf spiegeln sich zurzeit im Zuge der Corona-Krise ganz konkret in unserem Alltag wider. Menschen lieben es, einen dunklen Spiegel vorgehalten zu bekommen. Das sieht man ja im Erfolg von Formaten wie Black Mirror oder Love, Death and Robots. Wir sind Medienmasochisten in der reinsten Form. Wir zahlen Comedians einen Arsch voll Geld dafür, damit die uns in ihren Shows beleidigen. So, did you say dental? Oh, dental nurse. Well, I think we can all agree, that doesn't count. Definitely doesn't count. Bei YouTube ist es nicht anders, wenn man den Erfolg von Rant-Formaten oder Julians Blog oder sowas bedenkt. Und auch aus dem Unbehagen mit dem Digitalzeitalter und dem spaltenden Kapitalismus entsteht gleichzeitig der Wunsch, sich damit auseinanderzusetzen. Gut, was so Gesellschaftspersiflage angeht, da bevorzuge ich normalerweise eher die schwarzhumorige und leicht groteske Herangehensweise von einem Adamsäpfel, The Party, The Guard, Gott des Gemetzels, auch safe. Die waren großartig. Naja, nichtsdestotrotz finde ich Castello Urrutias Langspielfilmdebüt gar nicht mal so scheiße. Gut, im letzten Drittel geht dem Film dann ein bisschen die Puste aus, aber bis dahin wird uns eine hochinteressante Gore-Ethik-Stunde mit spannenden Psychospielchen und einem hypnotischen Soundtrack geboten, der seine Botschaft in teils wunderschönen und teils ziemlich drastischen Bildern vermittelt. Nihilismus pur. Ist doch geil. Und vor allem, ich mag den Einsatz von Kontrasten als übergreifendes Stilmittel in einem Film. Ja, das kann dann entweder so subtil und elegant passieren, wie zum Beispiel bei Parasite, oder halt eben hier als Uppercut auf die Fresse, sowohl visuell als auch inhaltlich, wie es eben bei der Schacht der Fall ist. Das Ganze steht dann im Sinne eines möglichst großen Impacts beim Publikum, was ja an der Stelle auch absolut von Erfolg gekrönt war, denn immerhin hat Netflix den Streifen quasi prompt von der Ladentheke des Toronto Film Festivals weggekauft, um ihn dann am Ende ins eigene Programm aufzunehmen. Das Ganze ist nämlich überhaupt gar kein Netflix Original, ne? Das schreiben die da eigentlich nur manchmal ganz gerne drauf, weil sie die Erstveröffentlichungsrechte bekommen haben, keine Ahnung. So ist es halt. Naja, ich würde auf jeden Fall dem Ganzen so solide 7,5 Anthony Fossies geben. Hä? Kennst du die Abonniere? Nee. Weißt du, was das ist? Das ist, wenn du so auf der Warteliste für Spenderorgane das Premium-Package hast. Nee. Willst du das dissen? Was weiß ich? Die Abonniere? Die Abonniere dissen. Ja, Kanal, das bedeutet. Ja? Was? Alles. Also, das bedeutet, du disst die jetzt. Abonniere dissen, Kanal, das bedeutet. Du disst das, ne?